Ja, das erste Video, was ihr jetzt sehen werdet, ist von einer alten Roomtour, was ich gemacht habe. Also, mein Wohnzimmer schaut so nicht mehr aus und die Türstecker oder so braucht ihr euch nicht anschauen, das muss ich erst machen, weil damals hat der Hund ein bisschen geknabbert. Das ist aber schon Ewigkeiten her. Und ja, irgendwann gehe ich das auch mal an, wenn ich dazu Zeit und Lust habe und Bock. Ich mach mich für dich zum Clown, damit deine Lippen sich bewegen. Herzlich willkommen auf meiner Wohntour. Hier seht ihr den Eingang von meiner Wohnung. Meine Wohnung ist nicht berauschend, aber sie ist mein ganzer Stolz. Das ist meine Küche, mein Klo mit meinem Sternendeckel, den es jetzt auch nicht mehr gibt, weil er kaputt ist. Und ja, das ist meine Küche. Schaut auch nicht mehr so aus, wie sie ausschaut. Es ist nicht mehr alles so vollgestopft. Und jetzt kommen wir zu meinem Wohnzimmer, was ihr später dann noch einmal seht, weil ich dies umgeräumt habe und verstellt habe. Das hier ist mein Bett gewesen. Der große Kasten in der Mitte. Und ja, das Kinderzimmer von meinem Sohn schaut auch nicht mehr so aus. Wie gesagt, die Roomtour ist schon älter und ja. Ich hoffe, euch gefällt meine Wohnung. Wenn nicht, ist das auch nicht mein Problem. Haha. So, meine Lieben, ich zeige euch jetzt nämlich mein neues Wohnzimmer. Es ist schon zusammengeräumt, nur zwei, drei Sachen stehen da noch, wie Staubsauger und die Weihnachtskiste. Aber sonst ist mein Wohnzimmer fertig. Ich hab Aua. Seht ihr das? Ich hab Aua. Und das tut höllisch weh. Aber jetzt zeige ich euch mal mein So, hier ist Wohnzimmer. mal Der Eingang, wie ihr seht. Wenn wir jetzt so hineingehen, seht ihr gleich einmal meinen Kasten, der was picobello aufgeräumt ist. Meinen Schreibtisch. Jetzt steht die Bank dort, wie ihr das seht. Und wenn ich hier zugehe, ist das mein neues Bett. Ja, wie gesagt, Weihnachtskarton, Staubsauger, Katze. Und Schokolade, was meinem Kind gehört. Bett ist spitzenmäßig. Ich krieg zwar die Lade nicht auf, aber es ist mir scheißegal. Ich habe ein Bett und es ist geil. So, mein Kasten, da auf der Ecke habe ich dabei was hingepickt, dass sich mein Kind nicht verletzt. Aber so schaut jetzt mein Wohnzimmer aus. Hier ist mein Stern. Da oben ist noch kahl, da werde ich mir aber noch was einfallen lassen. Und ja, mein Fernseher. Huhu! Meine Geräte. Oder von meinem Sohn die Geräte. Einen vollen Mistkübel. Ja, aber ja, da hängt auch noch was, das ist wurscht. Und ja, aber das ist mein Wohnzimmer. Und soll ich euch sagen, was daran cool ist? An dem Bett. Ja, Moment. Ich habe Licht! Lichtung! Und ja, wisst ihr, was das ist? Mein Greenscreen! Den verstecke ich da einfach. Ja, das war mein Das war mein Wohnzimmer. Wohnzimmer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So schaut es jetzt aus. Und das Geilste, ich habe jetzt Beinfreiheit oder Rollfreiheit. Ich bin nicht mehr eingeengt und jetzt kann es losgehen. Ich habe mir zwar ein bisschen Platz verbaut, aber soll ich euch was sagen? Es ist mir piepegal. Ich fühle mich so wohl. Wer es nicht mag, der braucht auch nicht zu mir kommen, oder?
Seht ihr das genauso? Wenn ja, dann lasst mir einen Kommentar hier. Tschüss. Ich mach mich für dich zum Clown, damit deine Lippen sich bewegen. Setz ich die rote Nase auf, ich blamier mich für dich. Ich bin dein Freund und deswegen.